Hallo lieber Minecraftler und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video von TheMiners07 in Kooperation mit dem Team vom Minecraft Version Changer. Der Minecraft Version Changer 3.2 ist erschienen und heute möchte ich mal euch zeigen, wie ihr euch den installieren könnt, wo ihr ihn herunterladen könnt und was überhaupt die neuen Funktionen sind. Zum ersten Mal gehen wir jetzt auf die Download-Seite mvc.craften.de oder auch minecraftversionchanger.de und klicken dann hier ganz einfach auf kostenlos herunterladen. Einfacher könnte es wirklich nicht sein. Wir warten dann mal ganz kurz ab und klicken hier auf Datei speichern und währenddessen wird jetzt der Minecraft Version Changer hier heruntergeladen. Ich habe das Ganze schon gemacht und die Exe müsst ihr dann einfach auf euren Desktop ziehen und jetzt ist der auch schon offen und dann zieht ihr die Exe auf euren Desktop und führt sie einfach mit einem Doppelklick aus und klickt auf Ausführen. Bekommt ihr nun eine Fehlermeldung, zum Beispiel .NET Framework konnte nicht gefunden werden, dann müsst ihr .NET Framework installieren, denn das ist zum Beispiel auf Windows 7 vorinstalliert, aber der Minecraft Version Changer benötigt eben .NET Framework und auf Windows 7 habt ihr es schon und auf Windows XP beispielsweise müsst ihr es noch nachträglich installieren. So, wir warten, es lädt, der Server ist aktuell ein bisschen überlastet, deshalb kann es ein bisschen länger dauern, bei euch geht es wahrscheinlich schon schneller als bei mir. Wir warten ab und sehen hier im Hintergrund schon, es wurde eine ganze Menge geändert. Zuerst mal schauen wir in die Sprachenoption, denn hier links oben könnt ihr die Sprache, mit der ihr den Minecraft Version Changer verwenden wollt, einstellen. Zum Beispiel auf Deutsch, Englisch oder auch Polnisch, wenn ihr Polnisch ganz gut könnt. Und wir stellen natürlich auf Deutsch, denn wir wollen ja hier unserer Sprache treu bleiben. Jetzt sehen wir hier schon, haben wir vier Tabs. Es gibt zum einen einen News-Tab, einen Client-Tab, einen Backups-Tab und einen Wiki-Tab. In dem News-Tab finden wir immer nützliche Nachrichten, zum Beispiel über den Minecraft Version Changer auf Facebook, dann auch Neues von Mojang, was also auf mojang.com veröffentlicht wird. Und hier unten können wir einen Mod vorschlagen. Wenn euch also ein Mod fehlt, was das mit diesen Mods auf sich hat, kommen wir später noch zu. Wenn euch ein Mod fehlt, dann könnt ihr hier ganz einfach einen vorschlagen. Tragt euch hier ein, aber ganz vorsichtig aufpassen, dass ihr eben keine Cheat-Mods, wie ihr zum Beispiel X-Ray vorschlagt, denn diese werden nicht im Minecraft-Version-Changer aufgenommen. Okay, machen wir weiter mit Client, denn hier wird es erst richtig interessant. Hier links haben wir, wie auch in der letzten Version, unsere Versionsauswahl. Mit dieser können wir wirklich jede bisher erschienene Minecraft-Version auswählen und diese Version zurückwechseln. Deshalb heißt das ganze Programm ja auch Minecraft-Version-Changer. Wir können entweder Snapshots aktivieren oder Snapshots deaktivieren. Snapshots, was es ist, das sind sozusagen kleinere Neuerungen oder Vorschau, die von Mojang veröffentlicht wird auf ein größeres Update, zum Beispiel wann diese 13W010B Snapshot war zum Beispiel eine Vorschau auf Minecraft 1.5 und das ist das Snapshot-System, müsst ihr nicht unbedingt anzeigen, aber wenn ihr daran interessiert seid, dann könnt ihr sie gerne anzeigen. Des Weiteren macht der Minecraft-Version-Changer manchmal ein paar Sounds, die könnt ihr entweder aktivieren oder deaktivieren. Nun gehen wir aber mal auf eine Minecraft-Version. Ich würde sagen, wir nehmen mal 1.5.1, um hier ganz aktuell zu sein. Und wenn wir die angewählt haben, haben wir hier eine kleine Beschreibung. Und diese Beschreibung sagt uns, was alles so neu ist. Manchmal ist sie auch schon auf Deutsch übersetzt, aber nicht überall. Manchmal müsst ihr euch das selbst übersetzen, aber ja, es ist eben noch nicht überall fertig. Aber bei Minecraft 1.4.7 beispielsweise sieht man hier ein deutsche Release. Nun klicken wir aber auf Minecraft 1.5.1, haben hier eine Beschreibung, die könnt ihr euch gerne durchlesen und darunter noch ein Video, was die Beschreibung, die ihr oben seht, noch unterstützt. Da werden alle nützlichen Neuerungen oder alle Neuerungen des Updates gezeigt und da könnt ihr gerne auch mal raufklicken. Wenn wir nun unsere Minecraft-Version angewählt haben, haben wir hier rechts ein Fenster und das nennt sich Mods. Hier findet ihr alle Mods, die bisher von dem Minecraft-Version-Changer-Team hinzugefügt wurden. Wie gesagt, im News-Tab könnt ihr Mods vorschlagen und einfach einen Doppelklick auf den Mod und er erscheint hier bei gewählte Mods. Und diese könnt ihr euch dann ganz einfach installieren. Ich hole jetzt aber erstmal hier wieder alle zurück, denn hier oben gibt es jetzt ein neues Kategoriesystem. Die Kategorien sind jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz einsortiert. Zum Beispiel gibt es alle Mods, sonstige Mods, grundlegende Mods, Weltmods, die euch zum Beispiel eine neue Welt in Minecraft hinzufügen und Grafik- und Performance-Mods, wie zum Beispiel Optifine. Das alles ist aber noch nicht einsortiert, wenn ihr das Programm runterladet, ist das aber bestimmt schon fertig. Jetzt gibt es hier, da die Mod-Liste immer größer
Acer wurde in der letzten Version 3.1, gibt es hier eine Suchfunktion, da können wir zum Beispiel mal nach Forge suchen und alles, was FO im Namen hat, wird hier angezeigt, zum Beispiel für Twilight Forest oder auf Forge, und machen wir nun einen Doppelklick auf Forge, haben wir ihn erfolgreich installiert und bekommen hier rechts auch eine kleine Beschreibung und ja, und auch einen kleinen Link, den können wir gerne anklicken, dann öffnet sich unser Browser und wir sehen ein paar Informationen zu Minecraft Forge. Okay, machen wir weiter mit Version ändern, denn wir haben ja jetzt hier Forge ausgewählt, klicken auf Version ändern, jetzt wird unsere Minecraft 1.5 Version aktiviert und gleichzeitig der Forge Modloader Mod installiert, das dauert dann kurz, müssen wir kurz abwarten. So, und dann kommt ein nettes kleines XP-Geräusch und Version ändern wird grün. Und wenn wir jetzt Minecraft über diesen praktischen Button starten und einloggen, dann haben wir auch schon fertig Forge Modloader installiert. Ihr seht, hier kommen noch so kleine Nachrichten. Das ist ganz normal, wenn ihr Forge Modloader das erste Mal verwendet. Und wir warten nochmal ganz kurz ab, während unser Minecraft hier startet. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel ein Button Mods. Und das ist doch extrem praktisch, dass uns sowas jetzt noch hinzugefügt wurde. Wir nehmen mal jetzt noch ein Beispielsmod, zum Beispiel Twilight Forest. Wenn wir diesen Twilight Forest jetzt mal doppelklicken, dann haben wir ihn auch schon erfolgreich installiert. Einfacher geht es wirklich nicht. Wir können ja hier nochmal auf alle Mods in dem Fall umschalten und zum Beispiel mal auf Bibliocraft klicken. Jetzt bekommen wir hier eine Videoinformation. Das heißt, hier ist ein Video, das meistens von uns produziert wurde. Und da könnt ihr euch dann noch angucken, was euch dieser Mod ermöglicht oder was der Mod hinzufügt. Oder auch eine Beschreibung zu dem Mod anzeigen, wie auch immer ihr das am liebsten wollt. Einfach Doppelklick drauf, Version ändern und fertig ist das Ganze. Nun machen wir mal hier nur bei gewählten Mods Minecraft Forge rein. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, ein Modpack zu erstellen. Das ist eine neue Option, die es vorher noch nicht gab. Wir klicken einfach auf Modpack erstellen. Und jetzt wird hier ganz einfach die Mods, die wir unter gewählte Mods haben, in ein Modpack gepackt. Dann können wir hier noch eine Beschreibung hinzufügen. Wir sagen einfach mal Test, warum auch immer, Test Modpack. Und dann könnt ihr hier ein Bild hinzufügen. Es gibt natürlich hier auch schon ein kleines Standardbild mit einem schönen Huhn. Bild, Share, Play, das ist das Standardbild. Und dann könnten wir hier beispielsweise, jetzt habe ich gerade gar kein Bild vorbereitet, nehmen wir hier mal das Bild von der Gamecraft Academy, können wir einfach ein Bild hochladen und fertig ist das Ganze. Wir klicken auf OK, legen dann noch einen Speicherort fest, nennen das Modpack einfach mal Test und klicken auf Speichern. Das Ganze dauert dann kurz oder auch nicht, da das wirklich nur Minecraft Forge Mod in dem Fall war. Und jetzt haben wir hier eine Datei, test.mvc, und die können wir jetzt per Skype an unsere Freunde senden. Die klicken dann ganz einfach auf Modpack laden, gehen dann hier ein bisschen runter, nehmen dann TestMVC, klicken auf Öffnen und auf OK. Das ganze Modpack wird dann importiert und schon hätten sie die Mods, die ihr hier drin hattet, auch ebenfalls installiert und fertig ist das Ganze. Wenn ihr mal ein Problem habt und da steht Clear den Catch, um das Problem zu beheben, dann könnt ihr hier Catch clearen und dann wird sozusagen das, was ihr zwischengespeichert habt, im App-Data-Ordner einmal gelöscht und ihr könnt von neuem anfangen. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, einen Server herunterzuladen. Wir haben ja jetzt immer noch Minecraft 1.5.1 gewählt. Klicken wir mal auf Server Download und nennen das hier einfach mal Server, wenn auch falsch geschrieben. Klicken auf Speichern und dann wird uns der Server für die aktuelle Version heruntergeladen. Auch das müssen wir einmal ganz kurz abwarten und so können wir auch im Multiplayer mit mehreren Leuten spielen. Ganz wichtig, noch geht es nicht, dass wenn ihr den Server herunterladet, auch auf dem Server die Mods, die ihr ausgewählt habt, installiert sind. Das ist nur der Vanilla-Server ohne Mods und den könnt ihr euch hier runterladen. Der Server wurde heruntergeladen, kann nun verwendet werden. Und dann gibt es hier die Server-Datei. Braucht ihr noch einen Start-Bot und dann könnt ihr auf eurem Server schon spielen. So viel zu diesem Bereich. Auf jeden Fall richtig viele gute Dinge hinzugekommen mit den Modpacks und der Server-Download. Alles extrem praktisch. Hier rechts, wie gesagt, das Video, eine Beschreibung. Die Kategorien sind neu, hier habt ihr die Mod-Auswahl, da unten die gewählten Mods, hier ein Video zu den Releases, die Beschreibung zu der Version und hier könnt ihr eure Minecraft-Version, in die ihr reisen möchtet, auswählen. So viel zum Client. Jetzt machen wir weiter mit Backups, denn wir haben mit dem neuen Minecraft-Version-Changer 3.2 die Möglichkeit, unser Minecraft zu sichern oder zumindest Teile von unserem Minecraft. Und zwar haken wir hier einfach mal an, was gesichert werden soll. In dem Fall möchte ich mal
nur meine Welten sichern, ja, und vielleicht noch die Mods und Einstellungen, oder nein, machen wir mal nur die Welten sichern. Wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Minecraft.jar mal resetten wollen, dann sichern wir einfach unsere Welten, klicken auf Backup erstellen, nennen die beispielsweise Saves und dann drücken wir auf Enter und das ganze Backup wird erstellt. Geht richtig schnell, je nachdem wie viel ihr ausgewählt habt. Wenn ihr die Texture Pack rücksichern wollt, dann dauert das natürlich etwas länger und dann warten wir auch diesen Ladebalken einmal ganz kurz ab. So, und dann wurde das Backup auch schon erfolgreich erstellt. Wir klicken auf OK und auf unserem Desktop sieht man jetzt saves.mvc. Das Backup wurde also erstellt und wir können es natürlich auch wieder laden, sonst würde es ja nichts bringen, ein Backup zu erstellen. Und saves.mvc öffnen wir einmal ganz kurz und der Ladebalken freut uns wieder. Und wir warten nochmal ganz kurz ab, dauert nicht lange und schon hätten wir das Backup erfolgreich wieder installiert. Also noch nicht, noch kurz diesen Balken hier rüberlaufen lassen. Und ja gut, da ist mir das Programm abgestürzt. Wir sehen uns nach einem kurzen Cut wieder. So, und da befinden wir uns auch schon wieder hier bei Backups auswählen. Wir wählen nochmal die Saves aus. Ja, das lag jetzt an meinem System, dass der Minecraft-Version-Changer kurz abgestürzt ist. Tut mir leid. Ihr könnt ihn ja einfach wieder starten. Und dann wählen wir das Backup einmal aus. Und der Ladebalken läuft hier rüber. Backup wurde erfolgreich erstellt oder wieder reingebunden. Und fertig sind wir. Das macht euch sozusagen die Backup-Funktion. Bei Wiki finden wir den Start ins Minecraft-Wiki. Hier können wir zum Beispiel suchen, beispielsweise nach, ja, was suchen wir mal? Stein. Und dann befinden wir uns ganz normal hier im Minecraft-Wiki. Und dann wurde nichts gefunden. Ach, na gut. Auf jeden Fall ist das ganz, ganz praktisch, dass ihr hier ins Minecraft-Wiki kommt und dann gibt es halt Backups, Client und News. Im News-Tab könnt ihr die Facebook-Neuerungen sehen, dann das, was Mojang schreibt und einen Mod vorschlagen. Ja, das waren die Funktionen des Minecraft-Version-Changes. Auf jeden Fall einen großen, großen Dank an das Entwicklerteam für dieses wirklich tolle Programm. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Minecraft-Version-Changer, viel Spaß beim Mod installieren, Server herunterladen, Backups erstellen und was jetzt nicht noch alles möglich ist. Und dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Sage tschüss, bis zum nächsten Video von Verweilen aus 07 in Kooperation mit dem Team vom Minecraft Version Changer.